Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Christian für die Lebenskarriere.com. Ihr seht schon, heute habe ich zwei Gäste im Interview. Die dürften sich gleich selbst vorstellen. Ich komme dann zum Grund, warum die beiden heute da sind. Und zwar geht es um ein Crowdfunding-Projekt auf Startnext. Das heißt Schön und Stark und ist ein Bildband. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Die meisten von euch wissen, dass ich mich ganz, ganz selten für Crowdfunding-Projekte engagiere. Aber in dem Fall mache ich ganz bewusst eine Ausnahme. Warum und weshalb, werdet ihr gleich merken. Erst übergebe ich das Wort an meine beiden Gäste. Herzlich willkommen. Hallo. Herzlich willkommen. Lass mal einen Vortritt. Magst du? Genau. Bitteschön. Also ich fange an. Wie sind wir eigentlich zu diesem Projekt gekommen? Das ganz kurz, wer seid ihr eigentlich? Wäre ganz nett vielleicht, weil ich glaube, die meisten Zuschauer können noch nichts mit euren Gesichtern anfangen. Stellt euch mal kurz vor, bitte. Ja, klar. Das ist meine beste Hälfte, meine allerbeste Hälfte, Corinna Walter. Ich bin Andreas Triembacher. Beide sind wir im Fitnessbereich schon relativ bekannt, weil wir wahrscheinlich weltweit das einzige Paar sind, das schon so lange Fitnesswettkämpfe macht, so erfolgreich Fitnesswettkämpfe macht und immer noch zusammen ist. Ja, ganz wichtig. Wichtiger Punkt. Ganz wichtig. Fitnesswettkämpfe ist natürlich immer auch mit etwas Stress verbunden, mit etwas Entbehrungen. Der soziale Bereich ist teilweise ein bisschen eingeschränkt, soziale Umfeld eingeschränkt, weil man halt eine ganz spezifische Ernährungsweise, Trainingsweise, Lebensweise hat. Und da sind doch die einen oder anderen dann nicht lange zusammen. Wir sind seit 14 Jahren da und machen seit 14 Jahren Fitnesswettkämpfe. Und um vielleicht da ein bisschen die Bescheidenheit an der Stelle das einzuschränken, ihr macht sie sehr, sehr erfolgreich. Also wenn man mal auf die Webseite von Andreas geht und eure Erfolge mal nachliest, das liest sich schon so ein bisschen wie das Hu und Hu der Wettkämpfe und der Erfolge, ganz ehrlich. Von daher, es ist jetzt nicht so, dass wir hier von einem reinen Hobby sprechen, sage ich mal, das nichts abwirft, sondern da sind schon enorme Erfolge rausgekommen dabei. Das ist pure Leidenschaft, würde man sagen. Das ist auch stückweise so aus dem Blauen raus entstanden. Machen wir mal Fitnesswettkämpfe. Gucken wir mal, wie gut wir sind. Wir hatten beide nicht unbedingt die besten Voraussetzungen dafür, weil wir beide jetzt körperlich nicht dafür prädestiniert sind. Mhm. Aber wir haben entdeckt, es gibt einen Anteil des Menschen, ist wesentlich wichtiger, und das ist der Ehrgeiz. Ja. Und den haben wir beide. Ja, genügend. Disziplin, Ehrgeiz haben wir beide genügend und das hat uns so weit gebracht, dass wir halt zwischenzeitlich mehrfache Paar-Universum sind. Ist keine Ahnung, ich habe es nicht gezählt. Weltrangliste ist die Nummer 1 momentan noch von der WFF, World Fitness Federation. Ich bin Nummer 2. Mhm. Wir haben schon recht weit geschafft, aber wie gesagt, eben einfach nicht aus dem Grund, weil wir sagen, dass von Natur aus auf die Welt kommen und Gott hat uns beschmissen mit guten Genen. Okay. Ist auf gar keinen Fall, sondern wir müssen das uns hart erarbeiten. Es war eine harte Schule, aber eine schöne Schule, die uns natürlich auch sozusagen privat einiges gebracht hat, als auch als Paar, weil wir jetzt eben solche Sachen machen können, solche Projekte machen können, wie jetzt ein Buch rausbringen. Das ist natürlich für uns ein Lebenswerk, ein kleines, ganz klar. Ganz klar. Und dieses Buch, das Crowdfunding-Projekt, dokumentiert eure zweite große Leidenschaft, glaube ich, so das Modeln irgendwo. Ich habe schon ganz tolle Fotos von euch gesehen. In diesem Bildband sollen die ein bisschen vereinigt werden, aber nicht nur das. Erklärt doch mal ganz kurz, was für ein Projekt ist das denn? Jetzt ist meine Frau dran. Ja, also wie gesagt, es ist kein reiner Bildband, sondern in dem Buch werden viele Infos über uns, über unser Leben auch drin sein. Viele Geschichten, kleine Texte zu den Bildern, wie sowas überhaupt entsteht, was für Herausforderungen, dass man zum Teil meistern muss, damit dieses eine Bild vielleicht überhaupt entsteht, ja, also dass man die sich überwindet, dass man über seine Grenzen auch mal hinausgeht. Und es werden auch von Christian Zippel viele Texte vorhanden sein. Er ist Doktor der Philosophie und das rundet das Ganze natürlich noch schön ab. Jetzt kann ich einhaken und zwar zum Thema Fotos. Ich bin ja auch dazu, bin ich wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Das heißt, ich hatte damit relativ wenig im Hut, weil ich habe ja meine Frau schon fast ein bisschen beschimpft mit ihrer komischen Fotografie da, die da alles so macht. Und schon wieder mit dem Fotografen einen Termin und ist alles ein bisschen anstrengend. Und dann bin ich mal mitgegangen. Ich habe meiner Frau zum 40. Geburtstag ein Shooting geschenkt bei einem richtig guten Fotografen, den können wir auch gerne nennen. Leon Kuhl. Sorry. Ich habe sie geschenkt zum 40. Geburtstag, da bin ich mit. Und der Leon guckt mich an und sagt,
Und wenn du schon dabei bist, kannst du auch mal draufstehen. Und dann macht ein Foto, zeigt mir eine Kamera an, ich gucke das Foto an und sage, so schlecht sieht das gar nicht aus, könnt ihr eigentlich auch mal probieren. Und so bin ich dann zur Fotografie gekommen, mehr oder weniger reingeschubst von meiner Frau. Hat sich gelohnt. Ja, und definitiv. Es ist eine richtig große Leidenschaft geworden, weil diese Fotografie bzw. das Modeln, da steckt natürlich auch ein ganz großer Anteil Kreativität dahinter. Ja. Es ist immer so, wir sind da bei Fotografen, teilweise kennen wir die Fotografen oftmals gar nicht, sondern wir lernen sie dann kennen, wir befinden uns an einem ganz anderen Ort und dann ist es eigentlich wie so ein Stein, den man anschubst. Man hat zwar Bildideen im Kopf, was man gerne machen würde, aber oft kommen ganz andere Sachen dabei raus. Und zwar einfach in der Konstellation, Fotograf, zwei Models, zwei Fotografen, zwei Models, auch was auch immer, Atmosphäre dazu, Landschaft dazu, Gebäude dazu und dann entsteht irgendwas. Ja. Das ist für uns beide eigentlich immer so ein bis zwei Tage kompletter Urlaub. Mhm. Also einfach mal was ganz anderes. Man hat da keine Zeit, andere Dinge zu denken, sondern man ist einfach nur in diesem Bild entwickeln. Was könnte man vom Bild machen? Wie könnte man das darstellen? Und das ist das, was eigentlich die Leidenschaft Fotografie für uns bringt. Wie kommt man jetzt aber von der Leidenschaft zum Modeln hin zu einem Bildband? Ich meine, der Schritt ist ja für viele Hobbymodels, sag ich mal, jetzt nicht unbedingt ganz naheliegend, um es ja freundlich zu formulieren. Ja, und zwar, das war auch wieder das gleiche Spiel noch einmal, die Jungfrau zum Kind. Ich habe Bücher, Christian Zippel, der ist bekannt im Fitnessbereich, ja. Der hat schon mehrere Bücher geschrieben, ist natürlich auch ein Grenzgänger im Bereich Fitness, hat auch schon einige Dinge so ein bisschen aus den Ankern gehoben. Ist ein Gegenstromschwimmer und somit ist er eigentlich so, wie soll man sagen, so ein kleiner Seelenverwandter von mir. Mhm. Uns. Ich habe seine Bücher gelesen zum Thema Training, HFT-Training und dann Der Wille zur Kraft, ein ganz tolles Buch. Und habe schon beim Lesen gedacht, was ist das für ein verrückter Vogel? Habe gedacht, das wäre doch mal interessant, den kennenzulernen. Und ich habe es gedacht und zwei oder drei Wochen später bekomme ich eine E-Mail. Da steht drin, Christian Zippel. Und ich sage zu meiner Frau, Moment, das glaube ich jetzt nicht. Da schreibt uns ein Christian Zippel an. Dann lese ich so ein bisschen nach und wie drin steht, er hätte Interesse mit uns gemeinsam ein Buchprojekt ins Leben zu rufen, hat so ein bisschen überflogen zum Thema Fitness, zum Thema Fitness-Lifestyle, hat meine Videos gesehen bei YouTube, was ich mache. Und hat gesagt, das würde ganz gut so zu dem passen, wie er natürlich auch funktioniert, wie das, was er natürlich auch eben an Fitness versteht. Und siehe da, wir hatten innerhalb von vier oder sechs Wochen hatten wir einen Termin mit ihm in München. Wir treffen ihn, wir sitzen an einem Tisch und haben gefrühstückt und 8 Stunden später haben wir aufgehört mit Frühstücken. Okay, sehr schön. Parallele, so gleiche Ebenen. Das war schon faszinierend, ein wildfremder Mensch, wo man dann gedacht hat, nach 10 Minuten, ich kenne ihn schon seit 20 Jahren, wir kennen ihn schon seit 20 Jahren. Ja. Und so wurde die Idee geboren, genau. So stark und schön. Stark und schön ist, ich habe es gerade erwähnt, oder du, Corinna, hast es erwähnt, es sind auch Texte drin. Es sind nicht nur Bilder. Um was wird es in diesen Texten denn gehen? Also es geht viel um Motivation und wie man seine Ziele erreicht, dass man eben nicht sofort bei jeder Kleinigkeit gleich aufgeben soll, sondern dass man daran festhalten soll und versuchen, eben die Ziele zu verwirklichen, egal in welche Richtung das jetzt geht. Das ist, wie gesagt, ein großes Thema und das andere Thema ist, wie gesagt, alles zum Thema Training, Ernährung, ob das jetzt, also es sind viele Kurztexte, ob das jetzt darum geht, wenn Frauen in der Schwangerschaft sind und sie denken, sie können eben keinen Sport machen oder sich nicht dementsprechend ernähren, ich habe selbst ein Kind und so sind eben viele Texte halt verfasst, also relativ kurz und knackig, aber halt mit vielen, vielen Infos. Ich muss noch ein bisschen ergänzen, das Ganze geht auch in diesem Buch geht es ein Stückweise darum, dass jeder Mensch ein Riesenpotenzial hat. Jeder Mensch hat ein Potenzial, wir haben es selber bewiesen, weil wie gesagt, vor knapp 30 Jahren habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet und habe nur das müde Lächeln der Trainer so an mir gesagt, was will der wohl, weil ich war ein Spargelkarzahn, zu der Zeit hat man gesagt, das ist ein Spargelkarzahn mit 56 Kilo bei 1,80 Meter. War auch natürlich im Spiegel immer etwas enttäuscht, wenn ich den Nebenmann sah, wie der aussieht und wie ich aussah. Aber ich habe mir damals gesagt, und das ist das, was im Buch auch eben rüberkommt, man kann sich
eben mit seiner Genetik abfinden kann, sagen, das war's, es soll so, muss ich mal mit abfinden, kann es kompensieren durch tolle Sprüche, durch tolle Autos, was da sicher alles. Oder ich kann sagen, Moment, ich finde mich damit nicht ab. Es gibt eine Möglichkeit und das ist mein Wille und das ist mein Durchsetzungsvermögen, ich probiere das aus. Und so habe ich es gemacht. Und jetzt habe ich das, was im Buch eigentlich mit roter Faden durchgeht. Ja. Dass man sich nicht ausruhen sollte, erstmal ausruhen sollte für diejenigen, die eine tolle Voraussetzung haben, für die anderen, die keine Voraussetzung haben, zu sagen, ich stecke den Kopf in den Sand, das war's, kann ich halt nicht, will ich nicht, was auch immer, sondern eben auch, dass der Wille Berge versetzen kann. Wille zur Kraft, das ist auch wieder was, wo hier drin steckt. Lebensphilosophie in dem Sinn, dass man sagen kann, man kann viel von diesem Kraftsport, was ich natürlich auch gemacht habe, in sein Privatleben übernehmen. Also ich war als Jugendlicher nicht unbedingt das Wunschkind jeder Eltern, sagen wir mal so. Und ich habe aber durch den Sport entdeckt, dass man hier natürlich durch die Disziplin, durch die Konsequenz, sich an gewisse Regeln zu halten, um was zu erreichen, dass man das spiegeln kann im normalen Leben. Ja. Siehe da, hat natürlich auch in meinem Privatleben der Erfolg nicht lange auf sich warten lassen. Ja. Also liebe Zuschauer, ich glaube, ihr versteht so langsam, warum ich die beiden eingeladen habe, warum mich auch das Projekt so fasziniert. Ich kommentiere es vielleicht ganz kurz dazu. Wer mir schon länger folgt, weiß, ich habe mich so ein bisschen umgebaut im letzten Jahr und kann, was Andreas gerade gesagt hat, völlig unterschreiben. Es gibt viele Hindernisse, aber das heißt ja nicht, dass man sich mit denen abfinden muss. Jetzt habt ihr gestern, Gratulation dazu, euer Funding-Ziel für die Crowdfunding-Aktion erreicht. Das heißt, das Buch wird es geben. Sehr schön. Yay. Danke. Sehr gut. Dennoch glaube ich, schadet es wirklich nicht, liebe Zuschauer, wenn ihr euch noch ein bisschen engagiert dabei, denn ein größeres finanzielles Polster schadet definitiv nie. Ich habe so ein bisschen Einblick in Druckkosten und Co. von Büchern und weiß, das wird immer teurer als man plant. Das wird nie im Budget bleiben, leider Gottes. Deswegen ist jeder Euro da, glaube ich, eine gute Idee. Abschließend an euch beide noch eine Frage. Was macht das Projekt für euch beide und für jeden vielleicht eine eigene Antwort dazu so extrem wichtig? Und wo hängt euer Herz besonders dran in diesem Projekt? Also für mich ist es besonders wichtig, eigentlich aus einem ähnlichen Grund, was der Andreas vorhin schon angesprochen hat, dass ich eben früher sehr schüchtern war, sehr zurückhaltend, mir nichts zugetraut habe und eher den Kopf in den Sand gesteckt habe. Und deswegen ist es für mich ein sehr wichtiges und großes Projekt, weil ich auch sehr viel in der Zeit jetzt bei dem Buch dazugelernt habe und auch gewisse Herausforderungen wieder meistern musste, wo ich normal vielleicht gesagt hätte, oh nee, muss nicht sein. Und von daher ist es für mich deswegen sehr wichtig. Wo fange ich jetzt an? Wo fange ich jetzt an? Für mich ist es ganz, ganz wichtig. Ich bin ja seit über 30 Jahren in der Fitnessbranche, im eigenen Fitnessstudio, als Personal Trainer, Ernährungsberater. Und ich sehe so einen schleichenden Verfall in der Gesellschaft. Das heißt, so immer, wenn es geht, den Weg des geringsten Widerstandes suchen. Alles wollen wir geschenkt haben, nichts will man tun. Nichts soll was kosten, kein Zeitengagement und alles nur noch schnell. Und genau das ist das, was ich eigentlich über das Buch aussagen möchte. Dass es Werte im Leben gibt. Werte. Und ganz, ganz hoher Wert ist für mich Disziplin, Ehrlichkeit, Geradlinigkeit. Und vor allem gegenüber sich selber. Das ist mir das Wichtigste. Und aus diesen Gründen findet man dann natürlich auch von mir eben einige Statements dazu. Die kennen auch schon viele meine YouTube-Clips kennen. Ich habe da einige lieben mich dafür, aber auch einige hassen mich dafür. Aber das macht nichts. So. Mir ist es einfach wichtig zu zeigen, dass man mit Einsatz, und zwar Einsatz, das muss kein finanzieller sein. Es ist nur der Mensch, der da vor einem sitzt. Der hat Möglichkeit, ein Potenzial. Und das schlummert in jedem hier oben drin mit 600 Gramm circa. Wenn man das richtig einsetzt, da kann man Dinge erreichen, die sind für manchen Menschen so nicht glaubbar. Wenn zu mir jemand gesagt hätte, vor 30 Jahren, Andreas, du wirst mal Miss Universum der Fitnessklasse, würde ich sagen, das kannst du deiner Oma erzählen, im Leben werde ich das sagen. Und trotzdem, peu à peu, Step by Step, auch mit Rückschlägen, auch mit leider runterfallen, wieder hochklettern, es hat funktioniert. Und so hat sich das alles gespiegelt in alle anderen Dinge, die ich auch mache. Und es funktioniert. Es ist ohne, dass man hier auf dem goldenen Boden geboren werden muss, kann man in seinem Leben Spuren hinterlassen.
Das definitiv. Ist das. Ja, ein wunderschönes Schlusswort, liebe Zuschauer, tut mir einen Gefallen, schaut auf der lebenskarriere.com vorbei. Ich habe da noch eine ganze Menge Infos zu den beiden und zum Projekt. Ich habe auch den Link zur Seite, wo ihr die ganzen Erfolge gerne nachlesen könnt. Und ihr findet dort auch mindestens einen eingebetteten YouTube-Clip von Andreas, der so ein bisschen zeigt, was er gerade meinte mit manche lieben ihn, manche hassen ihn. Ich empfehle, beiden zu folgen. Es gibt euch, wenn ich es richtig sehe, auf deiner Webseite, Andreas, auf YouTube und jeweils auf Facebook euch beide extra. Korrekt. Wird beides verlinkt im Artikel natürlich. Und ich würde mich sehr freuen, wenn noch ein paar Funde dazukommen für das Projekt. Euch beiden viel, viel Erfolg. Ich drücke euch die Daumen und ja, viel Spaß weiterhin. Ich danke euch für die Zeit. Bis dann. Vielen Dank. Ciao zusammen. Ciao.